Savi Trimato arbeitet in der Kohlemine. Dabei ist sie gerade mal ein Teenager. Die Arbeit ist illegal, gefährlich und sie zerstört ihre Gesundheit. In Indien existieren hunderte solcher Minen. Das Land ist der drittgrößte Verursacher von klimaschädlichen Treibhausgasen. Nirgendwo zeigt sich das deutlicher als in Jharia, im Osten Indiens, der sogenannte Kohlegürtel des Landes. Zehntausende Menschen leben hier von der harten Arbeit im Tagebau, auch Savitri. Doch sie ist ehrgeizig, will die Kohlefelder von Jharia hinter sich lassen. Jahre ist Savi Trimato alt und doch bereits eine erfahrene Minenarbeiterin. So wie ihr Bruder Shiv Kunar, genannt Chotu, gerade mal 9. Als ich hier anfing, fand ich das alles hier schon ziemlich beängstigend. Es war wie in einer Geisterwelt. Aber inzwischen habe ich mich mit der Mine angefreundet. Wie kommt das? Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Savitri und Chotu beginnen jeden Tag im Morgengrauen. 4 Stunden lang brechen sie die Kohle. Geld für Maschinen hat hier kaum jemand. Der industrielle Abbau ist derzeit eingestellt. Einmal habe ich mich in den Fuß gehackt. Und was ist dann passiert? Ich habe stark geblutet. Deshalb musste ich ins Krankenhaus. Die Gefahr, sich zu verletzen, ist groß. Und auch die Sorge, von der Polizei erwischt zu werden. Wenn die Polizei kommt, haben wir ein Problem. Was passiert dann? Sie verjagen uns. Und dann nehmen sie uns die ganze Kohle weg. Sie sagen immer, dass wir Diebe seien. Aber wir versuchen nur zu überleben. Das ist kein Stehlen. Stehlen ist, wenn man eine Bank ausraubt. Das ist etwas anderes. Unsere Arbeit kann uns ja sogar umbringen. Aber die Regierung sieht das anders. Die Gesetze sind nun mal so. Jeder auf eine Seite. Ihr müsst festhalten, es ist schwer. Chotu, gib Gas. Die letzte Stunde hast du nur getrödelt. Ein einzelner Korb mit Gestein wiegt bis zu 40 Kilo. 4 bis 5 Ladungen schafft Savitri jeden Tag. Oh nein, Chotu. Ich habe meine Sandale verloren. Savitri will die Arbeit für heute beenden. Auch ihr Bruder ist erschöpft. Mach du weiter, Chotu. Ich kann nicht mehr. Pro Tag verdienen die Arbeiter umgerechnet rund 3 €. Das ist mehr als ein Tagelöhner normalerweise verdient. Rund 30.000 Menschen graben deshalb in den Kohlefeldern von Jharia. Savitri macht Feuer. Erst muss die Rohkohle gebrannt, also veredelt werden, bevor sie als Briketts verkauft werden kann. Chotu, bring das Plastik.
Mach langsam, sonst geht das Feuer aus. Vorsichtig. Die Augen machen mir zu schaffen wegen des Rauchs. Zu Hause trage ich manchmal eine Brille. Ich weiß, dass der Rauch sehr schädlich ist, vor allem für die Lunge. Kohle zu verbrennen verschmutzt auch die Luft und das Grundwasser. Es zerstört alles. So brennt die Kohle schneller. Die fertigen Briketts verkauft Savitri auf Märkten in der Gegend und an Restaurants. Jharia gehört zu den größten Kohleabbaugebieten Indiens. Dutzende solcher Feuer brennen hier. Einige seit mehr als 100 Jahren, als der Kohleabbau unter Tage begann. Die meisten Feuer entzünden sich spontan, wenn die erhitzte Kohle mit Sauerstoff reagiert. Die Feuer machen den Boden brüchig, viele angrenzende Häuser sind zerstört. Und auch global sind Folgen spürbar. Jeden Tag tritt tonnenweise Kohlendioxid aus, das das Klima schädigt. Doch viele Familien sind auf die Einkünfte aus dem Verkauf von Kohle angewiesen, auch Savitri. Doch diesmal hat sie kein Glück. Sie ist mit einem Käufer verabredet, doch der kommt nicht. 3 Tage harte Arbeit und das erst einmal ohne Lohn. Dabei braucht ihre Familie das Geld dringend. Heute werde ich die Kohle nicht mehr verkaufen können. Und was passiert jetzt? Das ist schon ein Problem für uns. Wir hätten das Geld so gut gebraucht jetzt. Hätte ich die Kohle verkauft, könnte ich für meine Familie Lebensmittel einkaufen. Das geht jetzt nicht. Savitri hat nie etwas anderes kennengelernt als Armut. Sie ist entschlossen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Nach der Arbeit hastet sie nach Hause und dann zur Schule. Der Verkauf der Kohle hilft ihr, die nötigen Bücher zu bezahlen und die Fahrt zur Schule. Bildung ist für sie der Weg aus den Kohleminen. Die meisten Leute hier sind Analphabeten. Sie arbeiten und schlafen, sonst nichts. Es ist eine sehr kleine Welt. Ich mag das nicht. Die Welt hat doch mehr zu bieten als das hier. Ich habe oft kämpfen müssen und dadurch viel gelernt. Aber richtiges Lernen beginnt mit Bildung. Ohne Bildung kannst du nichts tun. Savitri ist spät dran heute. Doch die Lehrerin ist nicht verärgert, sie kennt das. Viele Mädchen in der Klasse arbeiten wie Savitri in den Minen. Good morning, ma'am. Nach dem Unterricht trifft Savitri zufällig ihre beste Freundin Alisha. Savitri fühlt sich von ihr akzeptiert, obwohl sie beide aus völlig verschiedenen Welten kommen. Alishas Familie ist wohlhabend, sie braucht nicht zu arbeiten, aber sie hat ihre Freundin Savitri in den Minen besucht. Ich bin so stolz, sie als Freundin zu haben. Sie ist schön, sie weiß es nur nicht. Savitri lebt ganz in der Nähe der Kohleminen.
Ihre Mutter Asha Devi arbeitete früher auch in den Minen. Auf einem Auge ist sie nun blind, wegen der giftigen Gase. Sie sorgt sich um ihre Kinder. Savitri ist noch jung und da in den Minen, da sind schlechte Menschen. Sie kann ernsthaft verletzt werden und wir können uns einen Arzt nicht leisten. Savitris Vater geht es nicht gut, er arbeitet nicht mehr. Savitri Chotu und ihre jüngere Schwester Durgi vertreiben sich die Zeit. Ich kann nicht wirklich singen. Später am Abend an Charyas größtem Feuer. Die Kohle ist für die Menschen hier Segen und Fluch zugleich. Sie gibt ihnen Arbeit, doch die ist voll tödlicher Risiken. Das ist beängstigend. Ja, es ist richtig unheimlich. Savitri und Chotu sind zum ersten Mal hier. Hast du Angst? Ja. Ich habe auch Angst. Hast du große Angst? Lass uns gehen. Wohin? Nach Hause. Warte noch, so ein großes Feuer sehen wir vielleicht nie wieder. Das Feuer ist gefährlich. Lebensgefährlich, kein Zweifel. Es kann dich einfach verschlucken. Ich denke nicht an Geister oder so etwas. Ich denke nur an Gott. Ich hoffe, dass er kommt und mich rettet. Ja.